Leute, ich drehe euch nochmal ein Sammlungsupdate. Ich habe euch ja schon mal ein paar Schabracken von uns gezeigt und Bandagen. Das Video verlinke ich euch auch nochmal hier oben und in der Infobox. Und ja, falls ihr mal so ein bisschen, wie soll man sagen, Hämmergeräusche oder so sind, das liegt daran, dass wir unten immer noch eine Baustelle haben. Und ja, ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt hört. Ja, ich merke gerade, es hat sich ziemlich viel angesammelt. Deswegen lege ich jetzt einfach sofort los. Einmal haben wir Bandagierunterlagen uns mal geholt. Einmal in Grau. Also für die Paola. Und Inka kann die auch tragen, aber Smarty nicht. Einmal in Grau. Ich zeige euch mal eine. Und einmal in Weiß. Es kann auch mal gut sein, dass Sachen dreckig sind. Ich habe die jetzt nicht alle extra gewaschen. So, fangen wir einfach an mit den Spring-Schabracken. Hier, die habe ich letztens geschenkt bekommen. Die war auch gebraucht, aber ich finde die trotzdem super schön. Die war von Showmaster, also ist von Showmaster. Und dieses Türkis ist einfach richtig schön und da steht der Paola und der Inka richtig gut fürs Springen. Und das Smarty-Sattel passt das nicht. Ich werfe es jetzt einfach mal hier unten hin. Dann, die ist auch noch relativ neu eigentlich. Die habe ich mir mit einer Freundin mal im Equiva geholt. Ich weiß nicht, was das für eine Marke ist. Also ich kann den nicht aussprechen. Aber auf jeden Fall, was ich richtig cool fand, das hier unten. Und die hatte ich jetzt auch schon öfters auf der Inka drauf. Und wie man sieht, die ist auch nicht frisch gewaschen. So, dann habe ich eine ältere. Dazu habe ich auch schon mal ein Haul gedreht. Da war die auch mit drin. Und zwar für Smarties Sattel. Aber das bin ich auch noch für Inkas und für Paolas. So eine blaue. Die ist von Löster. Und dann habe ich hier eine von Showmaster. Die ist jetzt auch noch nicht so alt. Die ist einfach mega, mega schön. Und die nehme ich auch für alle drei Ponys fürs Springen. Und dazu habe ich auch die passenden Bandagen. Die passen aber nur der Smarty. Und sogar die passende Abschutzsäcke. Muss ich kurz hier unten hingehen. So. Und die ist auch für die Smarty, weil das Set war eigentlich für Smarty nur gedacht. Aber die Schabracke passt unter jeden Sattel von uns. Deswegen kann man auch die Schabracke für die anderen beiden benutzen. Die hat hier so einen süßen Kragen. Und ja, ist ganz normal, so wie die anderen Sachen, auch so lila mit Punkten. Und das ist mein Lieblingsset für die Smarty. So, dann habe ich hier eine Flamingo. Die passt nur unter das Pad von der Paola. Die ist von Showmaster. Die haben wir von Crema geschenkt bekommen. Und die ist einfach mega, mega schön mit den Flamingos hier oben drauf. Und dazu haben wir auch die passende Fliegenhaube bekommen. Die passt auch nur so richtig gut der Paola. Und die passenden Gamaschen, die sind hier unten irgendwo. Genau, hier. Das ist schade, dass sie ein Pony sind, weil Pony passt der Paola jetzt nicht so gut. Die bräuchte eher Vollblut, aber Inka passen hier richtig gut. Und ja, dann, ich habe mir jetzt ja eine komplette Springausrüstung für die Paola erstmal so geholt. Und dann habe ich diese Schabracke gesehen und dann musste ich mir die für die Paola noch mitnehmen. Die ist von Kingsland und ja, die ist einfach so schön. Die hatte ich auch letztens schon in der Springstunde drauf und hier dieses Zeichen ist auch einfach super schön. Und dieser Glitzerrand, da glitzert man überall, also es ist echt wunderschön. Und diese Farbe passt super gut zu einem braunen Sattel. So, dann geht's weiter mit den Dressur-Schabracken. Oh, ich hol die mal hier hin. Da zeige ich natürlich öfters auch passende Bandagen. Fangen wir an mit dieser Cotton. Die ist auch schön. Die benutze ich eigentlich nur für die Paola, weil der Inka steht hier nicht so gut. Und da zeige ich natürlich auch die passenden Bandagen. Ich glaube, die Farbe heißt Sunrise, wenn ich die richtig ausspreche. Und die ist aus der Classic Sport. Und dann habe ich hier, die habe ich auch mir letztens gebraucht geholt.
habe ich mir die hier geholt. Die ist DL, aber passt super gut zum unterm Pony-Sattel. Die ist von Four Horses. Und dieses Rot, da steht der Paola einfach super gut und der Inka auch. Und dazu haben wir nur vorne die passenden Bandagen. Die musste ich auch kürzen. Aber die sind auch in Rot und haben dann hier beim Klett nochmal so Glitzersteine. Und ja, die sind einfach auch wunderschön. Oh Gott, das ist jetzt alles hier schon richtig voll. Dann habe ich hier noch, die haben ja letztes Jahr auf der Hund und Pferd geholt. Die von Eskadron, die ist so schön mit dem Glitzer in dunkelblau. Dazu haben wir natürlich auch die passenden, sind ganz hinten, passenden Bandagen. Beiden Pony stehen die einfach super gut. Die Schabracken passen alles, mal die nicht. Dann habe ich für die Paola eine neue Turnierschabracke, weil die anderen nicht so gut gepasst haben. Die habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Die ist einfach auch mega, mega schön mit diesem Muster hier auch. Und hier steht dann nochmal Platinum Edition. Und ja, die gefällt mir richtig, richtig gut und die passt auch super unterm Sattel. Dann habe ich mir letztens auch nochmal gebraucht, eine Schabracke geholt. Und zwar die hier. Die findet man ja nur noch eigentlich gebraucht. Und da war die mir immer zu teuer. Und jetzt habe ich die einfach relativ günstig bekommen. Und ja, falls Paola dann zwei Turniere am Tag läuft, also zwei Prüfungen, dann haben wir immer zwei Schabracken, also immer eine Ersatzschabracke. Dann beim letzten, erstmal noch hierzu. Da zu diesen zwei weißen Schabracken habe ich auch noch passende Bandagen. Und zum Abreiten einmal diese Gamaschen. Und seit neuestem, also da extra dazu auch noch gebraucht, letztens geholt, diese hier. Die sind einfach nochmal richtig schön wegen dem Glitzer. Ja, dann in meinem letzten Video habe ich euch nur die Bandagen gezeigt, weil die Schabracke da nicht da war. Aber jetzt zeige ich euch auch nochmal die Schabracke. Die sieht nämlich so aus und die ist einfach super schön mit diesem Leopardenmuster hier auf beiden Seiten. Und falls uns das mit den Bandagen zu auffällig wird, können wir auch noch ganz einfache schwarze drauf tun. Die passen auch richtig gut dazu. So, dann geht's weiter mit der. Die habe ich auf der Pferd im Jahr letztes Jahr geholt. Und die ist einfach super schön. Das ist in so ein Korall. Und das ist auch eine Platinum. Und dazu habe ich natürlich auch noch die passenden Bandagen. Auch einer meiner Lieblingsschabracken. Jetzt geht's weiter. Die ist auch schon eigentlich relativ alt. Aber ja, die ist von Pro Team, also die ist von HKM. Und die ist einfach wunderschön. Und mit dem gelben Rand hier, das gibt dann einfach nochmal so einen richtig schönen Kick, finde ich. Und dazu haben wir zwei Bandagen. Einmal solche helleren, die passen richtig gut dazu. Zu diesem Rand und zu dem Eckchen da unten. Und einmal einfach ganz normale, dunkle, falls man es relativ schlicht halten möchte. So, jetzt geht's weiter mit einer Niki-Schabracke. Und die sieht so aus. Die haben wir auch in Cotton geholt. Und das Zeichen ist hier. Richtig schön auch. Mit dem Rand finde ich es auch wunderschön. Dazu natürlich auch noch die passenden Bandagen. Also wie ihr seht, bei Dressur haben wir eigentlich immer die passenden Bandagen. Und dann haben wir noch, die hat meine Schwester mal mitgebracht, wo sie bei einer Freundin war. Und dann waren die im Pferdeladen. Und die ist einfach auch wunderschön. Die Marke kannte ich vorher gar nicht. Aber die stehen beiden Ponys so gut und dieses Blau ist einfach so schön. Und dazu haben wir dann auch nochmal die passenden Bandagen. Die müssen wir leider auch einen Ticken kürzen, aber jetzt passen sie perfekt. Das passt ja alles gar nicht mehr. Oh Gott. Jetzt kommt es auch schon zur letzten Schabracke. Die sieht so aus. Die hat meine Schwester zu Weihnachten bekommen. Die ist von HKM. Die ist wirklich richtig dünn, also richtig gut für den Sommer geeignet. Und die steht der Inka vor allem richtig gut. Also da sieht Inka richtig edel mit aus. Und dazu haben wir natürlich auch noch die passenden Bandagen. So, jetzt muss ich hier erstmal alles eben wegräumen. Und dann kommen die anderen Sachen.
Jetzt habe ich alles erstmal in eine Ecke gepackt. Ich freue mich noch überhaupt nicht, das jetzt gleich alles wieder runter in den Pferdekeller zu tun. Aber ich muss jetzt gerade ja schon alles hochschleppen. Jetzt geht's weiter mit den ganzen Abschnittssäcken, die Gamaschen, die wir noch haben und die Halfter. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit den Halftern an. Wir haben echt unfassbar viele. Hätte ich nie damit gerechnet. Das hier habe ich mir erst gestern geholt mit meiner Freundin. Und das ist super, super schön. Das ist in P2 und das ist für Paola, weil ihr Vollblut-Halfter war ja ein Ticken zu groß. Und zwar das hier. Da seht ihr auch, das ist ganz schön benutzt worden. Also es war schon richtig dreckig. Hier mit dem Roségoldenen. Das muss jetzt erstmal in die Wäsche, aber ich glaube, das verkaufe ich dann. Weil das hier passt ihr, glaube ich, besser. Und ja, das ist aus der aktuellen Classic Sports und in dieser Farbe Plum, meine ich. Und ja, das ist einfach wunderschön. Wir haben dazu jetzt noch keinen passenden Strick geholt, weil ja, ich jetzt erstmal das Halfter haben wollte. Und ja, jetzt habe ich euch ja gerade auch schon das hier gezeigt, was ich ja wahrscheinlich verkaufen werde. Aber erstmal muss das gründlich in die Waschmaschine. Ich lasse mich hier hinten sein. Ich will die einfach hier vorne machen. Ja? So. Dann geht es weiter mit dem Fliegenhalfter für die Paola. Dazu haben wir auch einfach nur so einen schwarzen Strick genommen. So ein rotes Fliegenhalfter, wo wir nur so ein Fransending hatten. Weil die Paola fand die Fliegen, die ist ja richtig lästig. Und ja, das brauchen wir jetzt auch erstmal bis nächstes Jahr nicht mehr. Und das kann jetzt auch erstmal in die Wäsche. Dann haben wir einen Halfter von Lenis Pferdewelt geholt, bekommen. Und da sieht das so aus. Das passt der Inka richtig gut. Und das mit dem Glitzer ist hier wunderschön. Den Pailletten in Pink. Und dazu den passenden neonpinken Strick. Vielen Dank nochmal dafür, falls das Video sieht. Das Halfter, das gehört der Paola, das ist ein Lederhalfter. Das müssen wir noch zurecht machen, also das muss noch ein bisschen kleiner gemacht werden. Das haben wir nämlich auf dem Turnier gewonnen. Das Video kann ich euch auch nochmal unten in die Infobox verlinken. Das sieht so aus. In braun halt ein Lederhalfter. Ich finde es richtig schön. Jetzt geht es weiter mit einem weiteren Fliegenhalfter. Das ist von der Smartidas mit den Herzen. Und ja, hier auch so ein Fransenteil. Das haben wir dieses Jahr nicht so oft gebraucht, weil die Smarties stören eigentlich die Fliegen nicht so. Das muss aber auch erstmal gewaschen werden, falls wir es nächstes Jahr brauchen. Jetzt haben wir einen Halfter, das ist von der Paola. Das war mein allererstes Halfter. Damit haben wir sie nämlich abgeholt, also das haben wir vom Ponyforum dazu bekommen. Und das ist halt in so einem dunkelblau, mit so einem dunkelblauen Strick und das steht ihr einfach richtig gut und das sieht richtig edel bei ihr aus. Dazu haben wir auch die passende Abschnittsdecke bekommen. Die ist auch vom Ponyforum. Und ja, die steht der Paola auch einfach richtig gut. Jetzt muss ich kurz schauen. So. Hier steht einmal Ponyforum. Und auf der anderen Seite steht Schakomele. Hier. Und ja, die hat auch hier so einen schönen Kragen. Und die mag ich auch richtig gerne an ihr. Kann die auch schon mal weg? Hopp! Ich muss sie mal ein bisschen näher holen. Jetzt habe ich einen Halfter. Das habe ich vom Fan geschenkt bekommen. Das ist auch wunderschön. Und dazu haben wir eigentlich auch einen schwarzen Strick, aber der liegt anscheinend hier unten. Ja, genau hier liegt er. So, und das ist in Lammfell, also gut für den Winter jetzt gerade geeignet. Dann haben wir auch noch einen Lammfellhalfter. Das haben wir auf der Hund und Pferd letztes Jahr auch geholt für die Inka. Einfach so Lammfellhalfter in dunkelblau, also was ihr richtig gut steht, wo sie sehr edel mit aussieht. Dann haben wir hier noch eins, damit haben wir auch die Smarty abgeholt, also beziehungsweise, ja, wir haben die halt abgeholt damit, also das haben wir mitbekommen.
auch ein Lammfell. Das benutze ich richtig gerne im Winter. Und jetzt haben wir hier noch einen Lammfellhalfter für die Paola. Das ist nämlich auch aus der Niki-Kollektion. Und das hat hier überall Lammfell mit dem Strick. Und das gefällt mir auch richtig, richtig gut. So, jetzt kommen... Ah ja, jetzt haben wir hier noch... Falls man jetzt zum Beispiel so ein normales Halfter hat, was man aber gerne plüschiger haben möchte. Zum Beispiel haben wir hier jetzt noch ein normales Halfter von der Smarty. Dann kann man einfach hier so Lammfell drum machen. Ich zeige es euch jetzt nur kurz so. Und dann haben wir auch direkt schon Lammfellhalfter. Das hatte meine Schwester irgendwie schon. Und ja, das finde ich richtig cool. Ja, das Halfter haben wir auch schon mal vom Crema geholt. Und das nehmen wir oft für den Sommer, weil ja, das ist irgendwie so mit den Blumen irgendwie so sommerlich. Jetzt haben wir noch einen Lederhalfter für die Inka. Oh, immer mit den Stricken. Und zwar sieht das so aus. Das ist in schwarz und hat auch so goldene Schnallen. Und dazu haben wir auch den passenden Strick mit einem goldenen Panikhaken. Und ja, das mag ich richtig gerne. Jetzt haben wir einfach nur so einen Ersatzstrick in Rot. Und jetzt, ah ja, das ist gerade das Halfter, was wir im Stall haben für die Inka. Und zwar ist das ein ganz normales Nylon-Halfter in so einem Dunkelrot. Das ist von HKM mit einem Eskadron-Strick dazu. Ja, es kommt auch, glaube ich, wieder mit hoch erstmal. Und jetzt haben wir noch für die Smarty das Halfter. Das habe ich auch von Fan geschenkt bekommen. Außer dem Strick. Das war auch so ein alter, den ich dort gefunden habe. Aber der hat ganz gut dazu gepasst. Das nehme ich auch erstmal wieder mit hoch, weil das ist jetzt gerade auch ihr Halfter. Hier steht nämlich Smarty drauf. Das Halfter ist eigentlich ganz normal von Showmaster. Aber sie hatte sowas noch drauf genäht. Das ist einfach wunderschön. Mit zwei Herzen hier noch. Und ja, dazu habe ich einfach den Strick kombiniert. Und das ist auch eigentlich mein Lieblingshalfter für die Smarty. Und jetzt haben wir hier noch das letzte Halfter. Das ist das Paddock-Halfter von der Paola. Also das hat sie letztes Jahr mal getragen. Das wird sie jetzt im Winter auch tragen, wenn sie rauskommt. Ja, das ist so ein ganz normales eigentlich. Und das kann ruhig dreckig werden. Jetzt zeige ich euch mal noch Gamaschen, die wir so haben. Und zwar habe ich die zum Geburtstag bekommen. Die sind von HKM in diesem Holo. Die sind richtig schön. Und dann habe ich von der Leni die von HKM noch in so einem Schwarz-Holo bekommen. Die mag ich richtig gerne. Sie benutze ich richtig oft. Und jetzt habe ich hier noch welche für Smarty in Grün. Die benutze ich nicht oft. Und dann habe ich hier letztens noch gebraucht geholt, die für Paola in Dunkelblau. Die sind auch richtig schön, die benutze ich richtig gerne zum Ausreiten. Und dann habe ich hier von Felix Bühler, die passen ja am besten, in welche in Grau. Die nehmen wir immer zum Springen auch. Und die sind halt ein Vollblut, also ein Kleinpferd, glaube ich. Und die passen ja halt viel, viel besser als die Pony-Gamaschen. Und die nehmen wir momentan eigentlich relativ häufig. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Hier haben wir einmal, habe ich da Gamaschen verloren? Und zwar haben wir für Inka solche ganz schlichten schwarzen Dressurgamaschen, auch von Eskadron. Und für Paola haben wir die einmal für vorne und einmal für hinten. Dann haben wir noch Inkas normalen schwarzen Gamaschen, die benutzen wir immer für Springen. Und dann haben wir hier noch ja, Smarties Hufglocken. Richtig süß. Und dann noch, die habe ich auch von Fan geschenkt bekommen. Also vielen Dank, falls ihr die Videos, falls ihr das Video hier seht. Die sind auch richtig schön für Smarty von Showmaster in so einem Rosa. Die stehen ja auch richtig gut. So, alles wieder reinquetschen. Jetzt geht's weiter mit dem letzten. Und zwar└                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ������������װ└����└                └
die Abschützdecken. Und da haben wir hier noch die alte von der Smarty. Das war so eine hier. Die finde ich auch richtig süß. Und die ist halt auch relativ dünn. Also die benutzen wir auch ganz gerne, falls sie nur so ein bisschen geschwitzt hat. Die hat meine Schwester mal gewonnen. Und die ist in so einem Orange einfach nur. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer Abschlussdecke, die auch ganz relativ neu ist. Und ja, die gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Und zwar ist die von einer Platinum Edition, eine Dralon. Und die gehört der Paola. Und die ist einfach richtig, richtig weich. Ich hoffe, man erkennt es irgendwie. So. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten. Und die gefällt mir einfach mega, mega gut. Und hier steht die auch einfach richtig gut. Ja, das war's jetzt endlich alles. Also das Video ist richtig lang geworden. Ich schaue mal, ob ich das in zwei Teile schneide. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, will ich mich über einen Daumen hoch und über ein Abo freuen. Ciao!